Wart ihr schon mal in den Vereinigten Staaten von Amerika? Nein, ich auch nicht und doch in diesem Video werde ich mit euch zusammen für einen Tag in die USA fliegen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich ja die 200.000 Abonnenten erreicht. Und deswegen wollte ich für mein Abonnenten-Special mir etwas ganz Besonderes überlegen. Deswegen führt es mich zu einer ganz bestimmten Location in den USA, was auch das Finale dieser Tour wird. Doch auf dem Weg dahin sollte uns schon das ein oder andere Abenteuer erwarten. Ich möchte eigentlich keine Lost Places in den USA alleine angucken. Mann, das hier recht... Also es sieht hier noch richtig... Hallo? Oh mein Gott, das ist kein gutes Zeichen. Oh mein Gott, das ist gar kein gutes Zeichen. Ich glaube, ich verpiss mich. Verzieh ich mich. Noch einmal in die Tür reingucken. Und da man wirklich nicht weiß hier in Amerika, ob die Knarren haben. Es geht nach Boston. Es geht nach fucking Boston. In 22 Tagen, Alter. Scheiße. Ey. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe das jetzt gerade einfach gemacht aus dem Bauch raus, weil ich es wollte. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich es will. Fuck. Ihr werdet sehen, ob ich auf dem Weg zum Flieger bin oder nicht. Ja, ich habe es wirklich getan. Ich stehe gerade am Flughafen in Kopenhagen und jetzt geht es nach Boston. Und das Ganze komplett alleine. Ich habe noch nicht mal ein Hotel oder irgendwas gebucht. Ich habe gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber eins weiß ich, das wird ein Abenteuer. Für einen Tag nach Amerika, Leute. Und ihr seid mit dabei. Natürlich mache ich keine Reise ohne Holy Energy und das kann ich natürlich auch für lange Flüge empfehlen. Auch gegen Jetlag oder so ist das Ganze perfekt. Ich habe mich in Amerika richtig gut und ausgeschlafen gefühlt, Leute. Und das ohne Taurin, Zucker oder irgendeinen anderen Bullshit. Und es gibt natürlich auch Eisteesorten bei Holy Energy. Falls ihr also einfach einen geilen, kühlen Drink im Sommer braucht, zwei neue Sorten sind jetzt rausgekommen. Nämlich einerseits Wassermelone und Hibiskus und andererseits Honigmelone mit Grüntee. Schaut unbedingt mal im Holy Shop vorbei für kühle Sommer. Getränke, ob Energy oder Eistee. Link ist in der Beschreibung und mein Rabattcode lautet LEON5, um 5 Euro auf eure erste Bestellung zu sparen. Rein da, Leute, und guten Durst! Okay. So, da sind wir auf US-amerikanischem Boden und jetzt geht's erstmal durch die Kontrollen. So, meine lieben Freunde, gut durch die Kontrollen gekommen. Die wollten nicht mal den Koffer angucken oder sonst was, der hat einfach nur gefragt, was ich hier mache. Ja, hat alles gut geklappt und jetzt geht's zum Mietwagen. Ich bin mal gespannt. Was mir direkt auffällt hier an den USA ist, alles ist irgendwie viel, viel größer so, ne? Also von den Dimensionen halt her. Und generell, man fühlt sich einfach dauerhaft wie in so einem Film, weil man das halt nur so aus dem Film kennt. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber ihr werdet bestimmt wissen, was ich meine. Zum Beispiel da oben dieses Exit-Sign. Wisst ihr, wie ich meine? So Kleinigkeiten. Oder gerade ist so eine Ambulance an mir vorbeigefahren. So, alleine das war schon irgendwie cool, ne? Alter! Sag bloß, das ist unser. Junge. 729, sagte er. 729, sagte er. Nice. Wow, Junge. Das, Alter, guckt euch mal die Größe von dem Teil an. Selbst mit so einer Ablage hier am Fuß, Junge. Willst du mich verarschen? Ja, geil, würde ich sagen. Schön. Groß genug für mich. Was ich dazu sagen muss, ich habe eine Amex-Karte und da kriegt man automatisch eine Goldmitgliedschaft bei Herz. Scheint sich gelohnt zu haben. Direkt eine größere Karre bekommen. Ich weiß so gar nicht mal, wie man das hier aufmacht. Junge, wie mache ich das hier auf? Oh, Scheiße, direkt kaputt gemacht. Florida, Junge. Oder ist schon offen? Ist schon offen, das Teil. Bruder.
Bruder, aber sauber gemacht wurde hier nicht, wa? Guck dir das an, hier steht noch eine alte Flasche drin. Junge, hier wurde gar nichts sauber gemacht. In Deutschland, das würdest du so keine Karre abholen können. So, wo sind jetzt die Schlüssel? Alter, die haben hier eine halbe Party drin gefeiert. Guckt euch das mal an. Guckt euch das, was ist das? Überall Müll, Junge. In Deutschland wird es das nicht geben. Da merkt man schon direkt einen Unterschied. Warum kann ich den Kofferraum hier nicht aufmachen? Ich muss eigentlich nur herausfinden, wo jetzt der Schlüssel ist, Alter. Erste Schnitzeljagd beginnt. Ich knall mal den Koffer hier hin. Ist jetzt schon aufregend irgendwie, ich weiß nicht. Ich schwör's euch, Leute, ich fühl's ja. So, Freunde, da liegt der Schlüssel, hab ihn gefunden. Guckt euch das an, Alter, was eine Riesenkarre. Junge, Junge. Also, ich weiß echt nicht, ob das normal ist, dass der Müll hier liegen sollte, ob ich das jetzt ansprechen soll. Aber ganz ehrlich, das hier ist ein bisschen Müll. Schmeiß ich gleich beim Hotel irgendwie raus. Ich habe mir auch mittlerweile ein Hotel gebucht, weil tatsächlich, sogar wenn man einreist, muss man überall auch angeben, wo man pennt und so. Man kann nicht einfach irgendwie auf der Street pennen. Aber ich sag euch auch ehrlich, für einen Solo-Overnight oder so ist Amerika mir auch ein bisschen zu heikel. Das mache ich nicht. Aber wir werden mal sehen, wo es uns jetzt hinführt. Erstmal zum Hotel und dann sind wir free to go. Wir haben ja gerade mal 16 Uhr. In Deutschland ist schon irgendwie 23 Uhr fast. Also, ja, richtig geil. Ich bin eingekommen. Ich bin wach. Seid ihr auch wach? Oh. Oh. Erstmal wohnlich machen hier die Karre. Alter, ey. Sogar mit Schiebedach. Ja, Mann. So gehört sich das, Junge. So gehört sich das. Erstmal Schiebedach aufmachen. Wie mache ich das Schiebedach auf? Hier. Bruder. Oh, Junge, ist das geil. Oh mein... Oh, Junge, Cabrio. Einfach Cabrio, Junge. Oh, ist das geil, Junge. Gefällt mir jetzt schon die Karre. Spider-Man, Junge. Das ist einfach Spider-Man. Spidey! Woo! Einfach Spider-Man schon getroffen am ersten Tag. So, Freunde, da sind wir schon beim Hotel. Ich werde jetzt mal ganz in Ruhe einchecken. Ich habe sogar schon auf dem Weg hierhin ein Lost Place gesehen, obwohl ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich keine Lost Places in den USA alleine angucken. Aber Leute, es war schon ein bisschen tempting. Das war schon ein bisschen tempting. Ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten kann, wenn ich da einen sehe. Wir werden gleich auf jeden Fall uns einfach nur einen Rucksack schnappen und mal ein bisschen die Stadt unsicher machen. Ich bin gespannt, was wir heute noch erleben werden. Ah, ist das geil. Oh. Welcome. Der Chef ist da. Der Chef of the Hotel. Hallo, Huren und Söhne. Wir holen das Ding. Wir kaufen das. Ganz klar. Ah, Freunde, in Deutschland wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel hätten wir jetzt in Deutschland? Alter, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon nach 0 Uhr und ich fühle mich so ausgeschlafen. Amerika ist meine Zeit. Ich sag's euch. Ah, los geht's. Bruder, keine 5 Sekunden unterwegs. Und schon muss ich einmal ganz kurz Stopp machen, weil ich hier was entdeckt habe, was echt cool aussieht. Guckt euch mal das an, Mann. Alter, was ein Classic-Auto. Übelst geil. Leider schon richtig runtergerockt, aber Leute, ich schwör's euch, in so einem Mobil würde ich mich sowas von sehen. Ne? Natürlich schön restauriert. Boah, Alter, das sieht aus, als wär's hier irgendwie gegen den Pöller gefahren worden oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig geil. Da liegt sogar noch so altes Zeug drin. Guckt euch das mal an. Allein das Lenkrad. Ein richtig uralter Cadillac, Mann. Mega geil. Einfach so hier am Straßenrand. Aber das ist hier wahrscheinlich gar nichts Besonderes. Wisst ihr, was ich meine? Das ist hier, das ist einfach so, diese US-Cars. Die sehen alle so geil aus, Junge. Mann, ey. Und so ein Ding verkommt hier einfach. Ich würde mich gern kümmern. Ich nehme das mit nach Deutschland. So, aber jetzt geht's weiter. Wir fahren jetzt zum Strand, meine lieben Freunde. Freunde, es könnte doch eine kleine Lost Place-Erkundung geben. Und zwar bin ich gerade durch Zufall hier vorbeigekommen. Es sieht aus wie ein altes Fabrikgelände. Ich habe gerade mal auf Google Maps geguckt. Es ist auch alles recht abgelegen. Sieht schon recht runtergerockt aus. Also ich habe hier eigentlich ein recht gutes Gefühl. Es ist mitten am Tag. Tür steht offen. Eigentlich spricht nichts dagegen, mal einen kleinen Sneaky-Peaky-Luca reinzuwerfen. Oder? Alter. Boah, guck mal, die Tauben hier. Scheint eine alte Industriehalle gewesen zu sein. Ist das hier noch safe? Ja doch, das wirkt hier sehr, sehr safe. Krass. Ich frage mich, was das gewesen ist. Also mittlerweile ist es auf jeden Fall eine Brutstätte für Tauben, so wie es aussieht.
vor Landscrapers. Könnte so eine Produktionsstätte gewesen sein für landwirtschaftliche Geräte oder so. Oh Leute, hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal eine kleine Lost Place Erkundung hier haben. Wie geil ist das denn? Guckt euch mal diese Schiebetür hier an. Und die funktioniert sogar noch. Ah, kannst du damals auf- und zuschieben. Und hier war wahrscheinlich dann so, ja, die Produktionsstätte. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwie andere Sachen finden. Also alleine ein Lost Place in Amerika erkunden ist echt Next Level. Ey, aber ich freue mich gerade. Wir haben noch eine Lost Place Erkundung, Freunde. Geil. Guck mal hier, dieser Eimer von Esso. Komplett gefüllt mit Öl oder so ein Zeug. Oder? Ja, das wird safe Öl sein. Guck mal, wie fest das ist. So, so. Morse Cutting Tools. Ja, tatsächlich. Die haben hier irgendwelche Tools gebaut. Irgendwelche größeren. Schaut euch das mal an. Hier ist nämlich ein Kalender, so wie es aussieht. Nee, doch nee. Ich dachte, er ist ein Kalender, Junge. Nee, nee, nee. Das sind hier die Sizes von irgendwelchen Drills und so. Vielleicht finden wir ja noch einen Kalender und können herausfinden, von wann das ist. Hier steht auf jeden Fall 2004 Holiday Schedule. Also, ich gehe davon aus, dass das 2004 verlassen wurde. Es wird auf jeden Fall auch passen vom Verfall vor 20 Jahren. Ja, es kommt auf jeden Fall hin. Guck mal, die ganzen Unterlagen hier noch. Mega heftig. Ja, Tool and Machine. Ja, die haben hier Maschinen gebaut, genau wie ich es vermutet habe. Wahrscheinlich so landwirtschaftliche Maschinen. Ich meine, es ist auch ein bisschen ländlicher hier. Das heißt, es wird auch Sinn machen, ne? Wo gehen wir denn als nächstes lang? Da geht's noch hoch, theoretisch. Das sieht echt ein bisschen spooky aus. Okay, gucken wir mal in den Bereich. Boah, der Boden, der ist wirklich schon recht morsch. Aber ich glaube, dass hier drunter, ja, da drunter ist Stein. Das ist quasi nur so eine Holzverkleidung, oder? Nee, doch nicht. Alter, hier ist Stein. Aber da, das ist tatsächlich ein Holzboden. Junge, und wenn du da runterstürzt, da unten ist irgendwie Wasser oder so. Alter, man hört sogar Geplätscher. Jo, hier ist so ein kleiner, guck mal Leute. Da ist so ein kleiner Fluss, der hier entlang geht. Ja, aber ganz ehrlich, also hier würde ich nicht drauf laufen. Das sieht ein bisschen dangerous aus. Guckt euch das mal an, da ist schon eingestürzt. Nicht so geil. Ich würde gerne da nochmal in den hinteren Bereich kommen. Aber Leute, hier kann ich nicht langlaufen. Also guckt euch das mal an. Das sind nur noch Holzbretter. Lose. Boah, nee, ey. Oh, ich würde gerne in diesen Bereich da hinten. Aber Leute, guckt euch das an. Nee. Nee, 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 nee. Das ist es nicht wert. Ich denke mal, oben wird es nicht besser aussehen. Ja, oben ist auch Holzboden, Mann. Aber komm. Werfen mal einen Blick nach oben. Boah, die Treppe sieht auch schon nicht mehr geil aus. Ich weiß nicht, wann hier das letzte Mal einer drin war. Egal, das Geländer ist richtig fest. Da halte ich mich im Notfall dran fest. Boah, hier sind Büroräume. Geil. Alter, hier sind noch alte Fensterläden und so. Vielleicht wollten die das sogar mal renovieren. Sieht ein bisschen so aus. Weil die sehen recht neu aus. Boah, fuck, Mann. Das sieht alles hier recht... Also, es sieht hier noch richtig... Hallo? Fuck, ist das aufregend alleine. Guckt euch das mal an, hier dieser Feueralarm. Sieht noch richtig fast wie neu aus. Okay, ich glaube, das haben sich mehrere Betriebe geteilt, so wie es aussieht. Weil das sieht mir ganz wieder ganz anders aus, wie so eine Schreinerei oder so. Ganz viel mit so Holzverkleidungen und so. Alter, hier ist, Alter, Junge, sind noch persönliche Sachen. Haben die hier auch gewohnt oder was? Oder wer sind die? Ich knack's immer mal wieder, aber ich glaube, das ist einfach das alte Gebäude. Ich hoffe es mal. Crazy, Leute. Richtig viel Zeug, was hier rumfliegt. Eine Krippe. Eine Werkbank. Sämtliche Nägel. Krass. Ja, ich gehe wirklich davon aus, dass das so ein großes Gebäude war, was sich irgendwie mehrere Betriebe geteilt haben. Und dass das hier... Vielleicht so ein Bereich war, wo die Möbel oder sowas hergestellt haben oder irgendwelche anderen Holzsachen. Vielleicht stammen daher auch die Fenster, die wir gerade gesehen haben. Ey, das ist ja noch in einem echt guten Zustand, Leute. Alter, guck mal, der PC da hinten. Junge! Oh mein Gott! Fat black cock in my loose butthole. Alles klar. Sehr kreativ, die Amerikaner. Die Jugendlichen. Hier ist ein Bild. Von einer Frau. Könnte hier gewesen sein. Ja, das ist ja heftig, Leute. Guckt, oh mein Gott, ist das so ein Wackelkopf? Ist das so ein typischer Wackelkopf?
Nee, ich glaube nicht. Aber so eine große Figur auf jeden Fall. Guck mal hier. Alter, der alte PC, der hier noch steht. Ja, es passt total zu 2004. No joke. Passt komplett. Wahrscheinlich hier auch 2004. Ja, es passt alles komplett. Irgendwelche alten Faxe, die hier noch rumliegen. Unterlagen, da ein riesiger Drucker. Wow. Richtige kleine Zeitreise hier, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet von außen. Ich hätte gedacht, wir kommen da jetzt rein, das ist so eine komplett leere Fabrik. Hier auch nochmal ein Office mit einem kleinen Fernseher. Da ein Mountain Dew mit einem uralten Design. Ja, krass. Und was ist das hier? Hier frage ich mich, was das ist. Microtainer Brand Tubes. Okay, ich dachte erst, das wäre irgendwas Medizinisches, aber ich glaube nicht. Biohazard. Alter, da ist irgendwas drin. Keine Ahnung, was das ist. Hier sind auf jeden Fall mehrere dieser Tüten Biohazard. Das heißt nichts Gutes eigentlich, oder Leute? Keine Ahnung. Klärt mich gerne mal in den Kommentaren auf. Guckt mal hier auf den Boden. Alter, alte Filme und so. Guckt euch das mal an. Ja, dann werden wir bestimmt auch jetzt gleich noch Wohnungen finden, oder? Das war so freizeitmäßig. Wenn die mal irgendwie Pause gemacht haben oder sowas. Hier ist sogar noch ein Kühlschrank. Oh mein Gott, das ist kein gutes Zeichen. Oh mein Gott, das ist gar kein gutes Zeichen. Ich glaube, ich verpiss mich. Junge, ich verpiss mich. Das ist es mir nicht wert. Hier liegt eine Matratze, Mann. Und hier Bierpullen und so. Alter, wer weiß, wann die Person wiederkommt. Toilette. Also jetzt geht mir langsam echt ein bisschen die Pumpe. Ich habe eigentlich gesagt, ich will es nicht machen. Alleine einen Lost Place erkunden, aber der wirkte mir halt safe. Hier liegen auch Bettsachen, Schlafsack und so. Nee, hier riecht es nach Pisse. Ich hau ab. Das muss nicht sein. Da riecht es nach frischer Pisse, Leute. Und hier ist eine Müllsammlung. Ja. 100 pro Obdachlose. Da man wirklich nicht weiß hier in Amerika, ob die Knarren haben, verziehe ich mich. Noch einmal in die Tür reingucken. Da hinten liegt auch eine Matratze. Die haben sich Matratzen hier reingeschleppt. Ein Pen hier. Ja, aber hier ist der Boden auch wieder beschissen. Komm. Das war's mit der Erkundung. Es tut mir leid, Leute. Ich bin da doppelt, dreifach vorsichtig hier. Also, wie gesagt, hätte ich einen Hubi dabei oder so, dann wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber da ich keinen Hubi dabei habe, sondern nur mich, habe ich absolut keine Lust auf Obdachlose, die im schlimmsten Fall noch bewaffnet sind oder so. Aber no joke, es war doch ein kleiner, spannender Exkurs, oder Freunde? Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal einen kleinen Lost Place erkunden. Richtig cool. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Weiter geht's. Ja, und da sind wir am Meer. Alter. Ist zwar gefühlt kein Mensch im Wasser, aber ich meine, Alter, es ist richtig warm. Hier ist das Meer und kein Mensch ist im Wasser. Was ist denn hier los? Alter. Möwen auch am Start. Die amerikanischen Möwen. Yo, was geht? Krank, Alter. Ich würde sagen, jetzt bin ich angekommen. Direkt mal hier eine Riesenmuschel gefunden, Junge. Bring ich Lea mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Amerika ist einfach alles größer. Guckt euch mal die dicken Muscheln an, Junge. Alter, ja, ich kann die doch nicht hier mitnehmen, ey. Sonne geht jetzt da hinten leider unter. Ich hatte ja gehofft, dass die hier schön am Horizont untergeht. Aber trotzdem irgendwie geil, ey. So, Freunde, ich glaube, jetzt kommt etwas, da haben alle von euch schon drauf gewartet. Und zwar werden wir jetzt in Walmart reingehen. Natürlich brauche ich auch heute Abend noch ein bisschen was zum Snacken. Und da gucken wir uns doch mal in der größten Supermarktkette Amerikas um, oder? Boah, das sieht doch schon krass aus. Ich meine, was man dazu sagen muss, ist, dass das jetzt nicht der größte Walmart ist, so wie es aussieht. Also, ich würde sagen, so von außen her, von der Größe wie so ein deutscher Marktkauf oder so, ne? Es gibt bestimmt größere, aber das war jetzt einfach der nächste, der hier in der Nähe war. Deswegen bin ich einfach mal hier hingefahren. Obstabteilung hier unterscheidet sich wahrscheinlich am wenigsten von der deutschen. Außer, dass es hier scheinbar Minecraft-Äpfel gibt für einen absolut überteuerten Preis in Plastik eingepackt.
Junge, da kann man seinem Kind auch eine Butterbrotdose Äpfel schneiden. Ah, das ist schon ein bisschen typisch Amerika. Junge, kannst dir einfach komplett fertige Geburtstagstorten holen, auch Oreo-Torte und sowas. Übelst krank, Junge, in allen Ausführungen hier, von diesem Reese's, alles mögliche, Alter. Guckt euch das mal an hier. Nur Torten. Hier von Ninja Turtles, komplett fertig schon. Krass. Boah, hier bei Getränken ist direkt was, das ich gerne ausprobieren würde. Und zwar guckt euch das mal an. Nut Butter, Banana, Honey. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es einfach mal mit. Probieren wir es mal aus. Was haben wir hier noch? Blaues Mountain Dew. Probieren wir doch auch mal aus, oder? Let's go. Ich glaube, das wird später heute noch ein Tasting geben. Shaku O'Neal Bubblegum, Junge. Ich glaub's nicht mehr, Junge. Was haben die hier alles für ein Zeug, ey? Boah. Crazy. M&M's mega. Mit so noch Karamellfüllung und so. Okay, ich habe gerade noch was gefunden, Leute. Guckt euch das mal an. Die Feastables. Das letzte Mal, als ich die gesehen habe, waren für 6 Euro oder so in England. Für so ein kleines Stück. Naja, hier immer noch recht teuer für so eine kleine Tafel. Aber komm, wir müssen es ausprobieren. Beide mitnehmen. Okay, hier ist auch was ganz Wildes, was ich noch nie gesehen habe. Einfach so eine Wurst mit einem Stück Käse. Junge, frisst man dann erst ein Stück Wurst und dann ein Stück Käse, sodass man beides gleichzeitig im Mund hat? So wie diese Wasserhähne, wo links kalt und rechts warm ist. Und dann muss man irgendwie beides gleichzeitig da reinkriegen. So muss das dann in den Mund stecken, oder was? Junge, what the hell? Okay, das probiere ich aber nicht. Das sieht irgendwie, oder? Probiere ich es? Boah, es ist so riesig und ich weiß, dass ich nicht mögen werde. Das ist mir zu schade ums Fleisch. Das werde ich nicht probieren. Alter, guck mal. Alter, stell dir vor, du packst so deinen Mittagssnack aus und dann ist es einfach nur so eine Wurst. So. Schaut mal, Leute, hier sind ja auch diese Primes komplett im Trend in Amerika. Und hier gibt es einfach eine WWE-Version, Junge. Ja, komm, nehmen wir mit, probieren wir auch. Oh, Leute, ich habe noch was gefunden, was bei uns viel zu überteuert ist. Und hier, ja, die guten Takis. Ich glaube, die kommen aus Amerika, oder? Guck mal, was es hier für Sorten gibt, Junge. Ich nehme einfach mal irgendeine, die es bei uns nicht gibt. Dragon Sweet Chili. Ja, komm, die kann man mal ausprobieren, oder? Let's go. Also hier gibt es wirklich so viel, wir werden uns nicht alles angucken können. Ne? Also hier gibt es dann nicht so wie in Deutschland irgendwie eine Pizza-Tiefkühlsorte oder ein Ketchup Heinz, sondern halt mal eben, keine Ahnung, eine ganze Reihe voll. Guckt euch das mal an, Alter. Einfach alles, was es irgendwie gibt. Junge, Sachen, die habe ich auch noch nie gesehen, ne? Hier Heinz to Chicken. What the hell? Was ist das alles, ey? Das sieht richtig gut aus. Also so viel Zeug hier, das kann man echt schwer verarbeiten. Ich werde hier einfach mal ein bisschen durchlaufen. Was ist das denn? Zebra-Cakes, Mann. Und hier, Junge, komplett Pancakes fürs Frühstück, fürs amerikanische Frühstück. Dann noch, boah, hier die Peanut-Butter-Creme und hier der Sirup für auf die Pancakes. Das ist typisch amerikanisch, Leute, sage ich euch so, wie es ist. Eigentlich morgen Pancakes essen zum Frühstück. So richtig schön ungesund. Oh, hier Peanut Butter Creme, das lieben die ja auch. Guck mal, da gibt es mehr von als Nutella. Krass, wir Deutschen, wir lieben so Nutella. Das ist so deren Nutella, die Peanut Butter Creme, ne? Sag ich euch so, wie es ist. Hier noch eine mexikanische Abteilung komplett. Hier komplett Instant Nudeln, Junge. Kannst du hier komplett als 12er Pack holen. Falls du immer zu faul bist zum Kochen, holst du dir einfach hier so ein XXL Walmart Paket. Okay, es wird nochmal crazy, Leute. Es wird nochmal crazy. Kellogg's. Guckt euch mal Kellogg's an, Junge, wie die das hier verkaufen. Einfach in so riesigen Familienpackungen, Mann. Ich schwör's euch, wie krank ist das denn? Alter, was ist da noch drin? Marshmallows und so ein Shit. Ey, ehrlich. Also, ungesund können die auf jeden Fall. Guckt euch die ganze Abteilung, das ist alles Cornflakes hier. Komplett. Komplett. Okay, das ist auch krass. Ich bin gerade in der Getränkeabteilung. Und hier gibt es Pulver von sämtlichen Getränken, G-Fuel, Prime und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, Holy Energy, wo ist das hier? USA-Export, kommt schon. Da müsste es hier die Holy-Geschmacksrichtung geben. Das wäre doch mal was. Hä? Und ich dachte gerade, was ist das denn? Junge, Capri-Sonne hat hier einfach ein komplett anderes Design. Oder es kommt noch nach Deutschland. Dass Deutschland irgendwie noch das alte Design hat und die haben es mittlerweile geändert. Keine Ahnung, sehe ich zum ersten Mal auf jeden Fall. Oh mein Gott, ganz gefährlich, Leute. Süßigkeitenabteilung. Das, wo ich vorhin nur war, das war nur so ein ganz kleiner Abschnitt. Guckt euch das an, Alter. Komplette Boxen. Hier mit verschiedensten Chipsorten. Alter, die ganze Reihe. Das sind nur Chips. Das sind nur Chips, die ganze Reihe hier. Guckt euch das mal an, Mann. Das ist komplett wild. Cheezos Party Size. Doritos in sämtlichen Ausführungen.
Aber die sind teuer hier. Die sind, okay, das ist auch Party-Size, aber trotzdem nicht gerade günstig. Ja, und hier auf der anderen Seite komplett alles mit Schokolade voll. Ach, guck mal, hier sind die Feastables auch in den größeren Packungen. Aber die zwei kleinen reichen mir zum Probieren auf jeden Fall. Also was mir halt auffällt, ich bin jetzt gerade so auch bei der Brotaufstrichabteilung, sag ich mal. Und hier ist halt so, ja, die haben zwar auch, oh, okay, guckt euch das an, Philadelphia, zig Ausführungen. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem so Fleisch und Käse in Deutschland frischer auf jeden Fall ist und ein höherer Wert darauf gelegt wird, auch so beim Frühstücken. Und hier ist halt eher so dieses sweete Zeug und so auf jeden Fall angesagt. Ne? Guckt euch das an hier, Oreo halt, wird einem überall hier um die Ohren geworfen und andere Sachen genauso. Junge, das ist auch komplett Amerika-Size, guckt euch das an. Starbucks einfach in so einer 2-Liter Flasche oder so, Junge, was ist das? So, und aus der Essensabteilung verirren wir uns jetzt in die nächsten Abteilungen. Ich habe auch schon komplett den Überblick verloren. Ich glaube, wir sind gerade in einer Tierabteilung. Ja, alles Tiere, Tiere, Tiere. Hier brauche ich nicht hin. Ja, die verkaufen hier auch, guckt, hier komplett Kinderwagen und alles drum und dran. Hier bei Walmart gibt es nichts, was es nicht gibt, Leute. Ich sag's euch. Homeoffice, Filme, komplett Schallplatten und so. Guckt euch das an. Technik in allen Ausführungen, die man sich nur vorstellen könnte. Fernseher. Also ich kann mich nur wiederholen, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Das ist echt unnormal, Leute. So, wir gehen weiter und weiter. Hier kommen wir jetzt in so einen Hausbereich. Also es ist jetzt praktisch wie ein Baumarkt hier. So Obi oder wie auch immer. Gorilla-Tape, sämtliches Zeug, Alter. Farbe, also es ist halt wirklich mal kurz zum Baumarkt geworden. Es ist mal kurz von einem Marktkauf zu einem Saturn und jetzt zu einem Baumarkt geworden. Sports und Outdoors, Junge, Angelzeug. Guckt euch das an, hier kannst du richtig... Boah, Junge, was ist das denn? Das brauche ich für eine PU draußen. Sunshade Comfort Chair. Geil, Alter. Hier gibt es wahrscheinlich auch Zelte jetzt, Kühlboxen und so. Hier kannst du dich komplett ausstatten. Du fährst hier hin und hast einfach alles, was du jemals brauchen könntest. Hier noch so kompletter Gartenbereich und so. Da sehe ich auch Ponchos. Hier sind wahrscheinlich die Zelte, Schlafsäcke. Also ein richtiger Outdoor-Bereich hier, ne? Die guten Odenwolf-Messer sogar am Start. Also man kann hier sich super schnell verlaufen, man weiß echt nicht, wo man hier überall hingucken soll, ne? Ja, hier kommen wir in den Sportbereich und anders als in Deutschland, wo es nur Fußbälle gibt, hier natürlich sämtliche andere Sportarten auch am Start. American Football, hier dieses... Wie heißt das nochmal, Mann? Mann, ihr wisst, was ich meine. Wie heißt das noch? Ihr werdet es mir jetzt in die Kommentare schreiben. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, wo man da hier mit dem Schläger den Ball weghauen muss und so. So, hier nochmal eine komplette Kinderspielabteilung mit sämtlichen Spielen und Barbies und Puppen. Daneben waren noch Fahrräder. Alter, echt, das ist schon richtig unnormal. Und wie gesagt, das war verhältnismäßig noch ein kleiner Walmart, würde ich jetzt mal sagen. Junge, das ist auch krank. Guckt euch das an. Regale voll mit Proteinen, Shakes und keine Ahnung was für ein Zeug. Junge. Also hier ist scheinbar die Sportabteilung, die Fitnessabteilung. Tja, Leute, ich glaube aber, wir haben alles gesehen. Ich bin wieder bei den Kassen. Es gab so viel. Ein bisschen was habe ich mitgenommen. Da können wir gerne gleich mal ein kleines Tasting mitmachen. Aber jetzt geht es erstmal ans Bezahlen und dann gucken wir mal, wo es uns danach so hinführt. Eine kleine Sache muss ich euch nochmal zeigen. Also das ist ja genius. Das ist absolut genius. Gibt's bei uns auch nicht. Oh, geil, ey. Freunde, wo bin ich gelandet? Ich bin in einem der bekanntesten Lokale, wahrscheinlich auch in Amerika, nämlich im Hooters. Das kennt man auch davon, dass hier die Frauen alle etwas leicht bekleidet rumlaufen, also die Bedienung besser gesagt. Ey, es ist eine komplette Reizüberflutung. Es hört sich an wie an einer Bahnhofshalle, aber irgendwie hat das auch was. Also ich zeige euch einmal ganz kurz rum. Es sind hier wirklich überall Bildschirme mit allen verschiedenen Programmen. Also wir haben
Ihr seht, überall läuft irgendwas anderes. Das ist komplett krank, komplette Reizüberflutung. Aber du hast in dem einen Programm hast du Football laufen, in dem nächsten Tennis, im nächsten Fahrradfahren. Das ist richtig krank. Also du kannst dich quasi irgendwo hinsetzen und das gucken, worauf du Bock hast. Und das ist, glaube ich, das, was das hier auch so besonders macht. Und natürlich die Damen, die hier etwas leicht bekleidet sind, die ich jetzt nicht extra filmen werde. Aber ich dachte mir, ich bin auf dem Weg zum Hotel daran vorbeigekommen. Also das musste ich mir einfach auch einmal ansehen. Und jetzt probieren wir mal den Burger. Ein typischer Diner-Burger. Aber ehrlicherweise nichts Besonderes. Ich glaube, hier geht es mehr um die Ambiente. The next day. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde aus Boston. Ja, ich muss gestehen, gestern war ich so müde nach diesem Hooters, dass ich mich direkt aufs Ohr gehauen habe. Es war ja auch dann schon irgendwie um 5 Uhr morgens, deutsche Zeit. Und von daher, ich bin jetzt ausgeschlafen, erholt. Heute haben wir noch mal ein bisschen Zeit in Boston, bis es dann zur finalen Location geht, warum ich ja eigentlich hier bin. Aber ich dachte mir, wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar waren wir ja gestern bei Walmart. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines Tasting, meine lieben Freunde. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mal mit den guten Takis an. Hier dieses Sweet Chili Dragon. Sieht sehr, sehr geil aus, meiner Meinung nach. Ich mag ja auch so Sweet Chili. Probieren wir es einfach mal. Ich habe es in Deutschland noch nie gesehen und es steht ja auch dran, new. Also ich könnte mir vorstellen, bis es in Deutschland angekommen ist, braucht es ein paar Monate. So, gucken wir doch mal. Ich denke, die Nervennahrung werde ich brauchen für heute Abend. Boah, auf jeden Fall schon mal krasser, intensiver Geruch. Boah, richtig lecker. Ich liebe ja auch Sweet Chili. Mal davon abgesehen, dass die Tüte einfach nur zur Hälfte voll ist. Nicht mal, also da ist vielleicht ein Drittel drin. Das ist schon richtig, richtig abgefuckt. Guckt euch das mal an. Die Tüte könnte theoretisch doppelt so klein sein. Ich habe jetzt einen Teil daraus gegessen. Aber ganz ehrlich, würde ich mir nochmal holen. Ohne Scheiß, schmeckt sehr, sehr lecker. Wenn die Dinger in Deutschland ankommen, kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Und es hat so eine leichte Schärfe auf jeden Fall. Es schmeckt so richtig einfach nach so dieser asiatischen Süß-Sauer-Soße irgendwie. Nicht schlecht. Ich würde sagen, zu Chips braucht man doch auch Mountain Dew. Deswegen probieren wir jetzt mal das blaue Mountain Dew. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtige Zuckerbombe ist. Generell liebe ich eigentlich Mountain Dew, also das Grüne. Aber ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Contains 0% Juice. Und jetzt achtet mal bitte, Leute. Total Sugars 77 Gramm. 77 Gramm. Added Sugars 153%. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Ding, das ist in Deutschland gar nicht erlaubt. No joke, das wäre in Deutschland gar nicht erlaubt. Also ich werde das auch safe nicht austrinken, sondern einfach nur probieren, weil, Alter, 77 Gramm, Leute, die empfohlene Menge für einen Erwachsenen ist, glaube ich, bei, lasst mich nicht lügen, 40, 50 Gramm oder so. Könnt ihr gerne mal nachlesen bei Google. Aber das ist ja schon weit überschritten dann damit. Boah, es riecht auch, es riecht so richtig künstlich nach Bonbon und wisst ihr, wie es riecht? Das riecht wie Mountain Dew, nur mit noch mehr Zucker. Boah, also es ist schon lecker, muss ich sagen, ne? Es schmeckt so ein bisschen wie Mountain Dew mit der blauen Drachensorte von Holy zusammen und nochmal, keine Ahnung, einen halben Eimer Zucker. Also es schmeckt übertrieben süß. Alter, also es ist echt lecker, muss ich zugeben, aber ich glaube, man muss so richtig auf süßes Zeug auch dafür stehen. No joke, also ich kriege schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich schon zwei Schlücke davon trinke. Also an sich lecker, aber ich sag euch ehrlich, viel zu viel Zucker. Wenn das Ding vielleicht mal in Zero rauskäme oder so, dann würde es vielleicht mich auch erreichen, aber so, Alter, komplett übertrieben. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem WWE-Drink von Prime. Also Prime ist ja eigentlich an sich Energy, aber ich glaube, das hier ist jetzt Hydration. Wir gucken uns auch hier mal wieder die Zutatenliste an. Und zwar haben wir hier 25 Kalorien nur pro Drink. Also ich glaube, hier ist extra kein Zucker und so drin. Genau, Total Sugars 2 Gramm.
Also es geht eigentlich echt klar. Ja, und ich glaube, das hier ist halt auch kein Ding, wo jetzt hier typisch hier koffeinfrei steht, nämlich unten. Normalerweise ist nämlich bei Prime auch Koffein drin. Ich glaube, das ist hier nicht der Fall, weil das halt Hydration ist. Das ist praktisch wie Holy Hydration, kann ich mir vorstellen. Ist die Frage, ob es auch so gut ist. Ich als kleiner WWE-Fanboy, das ist ja praktisch meine Kindheit gewesen, habe jetzt hier sehr hohe Erwartungshaltung. Also probieren wir das Ganze mal. Was riecht so ein bisschen erdbeerig irgendwie, aber auch wieder sehr künstlich, muss ich sagen. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich sag euch ehrlich, also ich stehe schon auf Süßgetränke und so. Wie gesagt, Mountain Dew so liebe ich eigentlich. Boah, es ist viel zu süß meiner Meinung nach. Alter, seht ihr, wie meine Augen zittern? Es ist viel zu süß. Es schmeckt wie so ein übelst süßer, chemischer Erdbeerdrink irgendwie. Mit noch so Wasser beigemischt. Boah, es ist einfach nicht meins. Hier steht auch drauf, dass da irgendwie Kokosnuss drin sein soll. 10% Kokoswasser, davon schmecke ich persönlich gar nichts. Ich schmecke da keine Kokosnuss raus. Also es schmeckt so ein bisschen erdbeerig, finde ich eher. Was ist denn da drinne? Einfach Kokosnuss, weiß nicht. Und der Rest nur künstliches Zeug. Also das muss ich sagen, finde ich echt nicht so geil. Also der Mount Dew hat wenigstens noch lecker geschmeckt, aber das ist echt... Puh. Okay, machen wir weiter, würde ich sagen, mit den beiden Feastable-Sorten hier. Und zwar haben wir einmal Milk Chocolate und einmal Peanut Butter. Also Feastables sollen ja wirklich lecker sein. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Also da habe ich auch eine hohe Erwartungshaltung, muss ich sagen. Weil er ja auch so richtig so Live-Tastings gemacht hat, wo alle meinten, ja, schmeckt besser als andere. Peanut Butter probiere ich zum Schluss, weil ich glaube, das ist so wahrscheinlich das beliebteste, gerade hier in Amerika mit deren Peanut Butter. Also oben, wenn man die rausholt, direkt hier so eine Mr. Beast-Tafel quasi mit einem Aufdruck drauf. Probieren wir mal. Ich beiß es jetzt einfach so ab. Also bei der Sorte jetzt, Milk Chocolate, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schmecke keinen Unterschied zu beispielsweise Milka oder Vollmilchschokolade. Das ist eins zu eins gleich, da ist auch nichts drin an Füllung oder so. Das ist einfach nur Milchschokolade. Verstehe ich jetzt nicht, warum man dafür dann mehr Geld ausgeben sollte. Wenn man wüsste, dass die Schokolade aus hochwertigerer Produktion kommt, okay, aber ich glaube, weiß ich nicht, ob das hier der Fall ist. Ganz ehrlich, schmeckt genau wie Milka-Schokolade. Genauso. Gut, aber jetzt probieren wir Peanut Butter aus. Hier habe ich schon ein bisschen höhere Erwartungshaltung, dass so noch in irgendwie eine krasse Füllung kommt. So, auch hier wieder. Probieren wir das Ganze aus. Oh, direkt viel weicher. Oh ja. Mhm. Mit einer Peanut Butter Füllung drin. Boah, das ist schon echt lecker. Mhm. Also wer Peanut Butter mag, das kann was auf jeden Fall mit dieser Peanut Butter Füllung. Boah. Also das kenne ich so auch noch nicht. Schmeckt ein bisschen wie dieses, ich glaube Reese oder so heißt das. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Diese kleinen Mini-Schoko-Küchlein mit so Peanut Butter drin. Aber hier ist es ein bisschen dezenter. Also hier ist eigentlich genau perfekte Kombi meiner Meinung nach aus Schokolade und Peanut Butter. Also no joke. Die Sorte kann was, finde ich. Die Sorte kann was, finde ich sehr, sehr lecker. So, dann probieren wir jetzt das letzte. Leute, ich schwör's euch, das macht richtig Spaß, ey. Das ist einfach so ein USA-Vlog mit einem Tasting auch mit drin. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas feiert und ob ihr auf zukünftigen Touren und so sowas öfter mal sehen wollt. Aber wir experiencen gerade praktisch USA das allererste Mal zusammen. Und das finde ich so cool irgendwie. Natürlich, wenn es euch gefällt, Leute, nicht nur kommentieren und liken, sondern teilen auf Instagram zum Beispiel. Unterstützt mich natürlich auch sehr. Ich hoffe, dass damit sich die USA-Reise auch gelohnt hat. Mit dem, was ich heute Abend vorhabe, denke ich auf jeden Fall. Aber ich freue mich da über jede Unterstützung. So, Freunde, jetzt probieren wir Creamy Banana and a Touch of Honey and Hearty All Almond Butter in Yummy Blended. We call the complete package. Okay. Ich weiß ehrlicherweise nicht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Healthy Drink. 21 Vitamins and Minerals, 30 Gramm Protein. Ja, wie viel Zucker ist drin, ist die Frage. Ich glaube, darauf achten die hier nicht so. Da, guck mal. Alter, nein! 44 Gramm Zucker, 29 Gramm Added Sugar. Also 58% zusätzlich Zucker beigefügt. Das kann doch nicht wahr sein. Es wird als fucking Proteindrink vermarktet und dann einfach 28 Gramm Zucker nochmal oben drauf geklatscht, weil es wahrscheinlich sonst einfach nicht lecker wäre. Gut, probieren wir das Ganze. 2,5% Juice nur. Also wirklich, das ist hier so dreistes Marketing. Also das wird es in Deutschland, glaube ich, wirklich nicht geben. Boah, aber was riecht so ein bisschen wie so ein Nussmüsli oder so? Alter, also es kommt richtig
Banane, Honig und so ein bisschen Nuss durch. Ganz ehrlich, schmeckt gar nicht so schlecht. Das ist ja praktisch wie so ein Smoothie aus Banane, Nuss und Honig irgendwie. Schmeckt echt lecker eigentlich. Aber auch hier wieder, boah, ich schwör's euch, Leute, wenn ich zu viel davon trinke, das, ey, ehrlich, ich kriege einen Zuckerschock. 44 Gramm Zucker, das ist schon einfach über den Tagesdurchschnitt von erwachsenen Personen. Genau, weil Kinder keine Menschen sind. Nee, aber no joke, mir ist es zu viel. Mir ist es echt zu viel. Ich habe jetzt alles probiert. Also Feastables, Peanut Butter ist auf jeden Fall geil. Takis, Dragon Sweet Chili ist geil. Die Getränke sind jetzt nicht so meins gewesen, bin ich ehrlich. Aber ja, da sieht man echt, wie ungesund hier Amerika ist. Das ist schon wirklich heftig, ne? Und ich habe es vielleicht auch auf Instagram gesehen. Auf Instagram habe ich auch ein paar Stories gemacht. Da gab es Waffeln zum Frühstück. Frische Waffeln mit so Sirup und so. Da war auch zum Beispiel Wurst, Käse oder so für auf Brot gar nichts. Da war dann Peanut Butter und halt Jelly, die man sich draufschmieren könnte. Zwar auch super lecker, aber das ist echt krass, wie ungesund das hier alles ist, ne? Gut, ich werde jetzt gleich auschecken. Und wenn wir ausgecheckt haben, dann haben wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hier in Boston. Und ich habe überlegt, mir vielleicht was Besonderes vorzunehmen. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich und tschüss. Im nächsten Teil werde ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem gesamten Leben mir Tarotkarten legen lassen. Dazu reisen wir nach Salem, in der Stadt, wo damals 1692 die Hexenverfolgung begonnen hat. Macht euch also gefasst auf weitere unvergessliche Abenteuer aus den USA.